Mein Name ist Isabel Hohmann, ich bin 28 Jahre alt und wohne im wunderschönen Wuppertal. Nach dem Abitur hier in Wuppertal bin ich nach Münster gezogen, um dort meinen Bachelor in Niederlande-Deutschland-Studien zu absolvieren. Nach dem Bachelor habe ich unterschiedliche Praktika gemacht in unterschiedlichen Bereichen. Unter anderem beim Civic Institut für internationale Bildung in Düsseldorf. Die Arbeit dort hat mir so gut gefallen, dass ich bis heute geblieben bin. Das Civic Institut fördert Fähigkeiten und Fertigkeiten von Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen. Also wir sind an Schulen tätig, an Universitäten tätig, in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in der Wirtschaft und geben Seminare und Workshops in ganz Deutschland, aber auch in anderen Ländern der Europäischen Union und sogar über die Grenzen der Europäischen Union hinaus. Das Besondere an meiner Arbeit ist vor allem die Durchführung von politischen Simulationen, also von Planspielen, wo die Teilnehmenden von unseren Seminaren, hauptsächlich Jugendliche, in meiner Arbeit zumindest, eigene Rollen übernehmen in einem politischen Geflecht. Wir am Institut machen hauptsächlich Planspiele zum Thema Europa und da kann es um die unterschiedlichsten Themen gehen. Es kann zum Beispiel um die Frage gehen, wie wird überhaupt ein Gesetz auf europäischer Ebene entschieden? Und da haben wir dann Themen wie Asyl- und Flüchtlingspolitik oder auch ganz aktuell, wie geht man mit dem Thema Plastikmüll um? Oder auch die Frage nach fair gehandelter Mode. Und das Besondere an der Arbeit ist, dass man eben bei diesen Planspielen immer mit neuen Gruppen und mit neuen Charakteren konfrontiert ist. Also ich kann mich auf die Zielgruppe vorbereiten, ich kann mich auf den Wissensstand der Gruppe vorbereiten, auf die Größe der Gruppe, auf alle möglichen Umstände. Ich habe aber morgens überhaupt keine Ahnung, welche Charaktere mir begegnen und was für eine Gruppendynamik sich vielleicht im Planspiel ergibt. Und das ist das besonders Spannende an unserer Arbeit, dass wir immer wieder uns auf neue Gruppen einstellen müssen. Es ist mir wichtig, für Europa zu arbeiten, weil ich es ganz grundlegend finde, dass man versteht, wie die Europäische Union funktioniert, um sich kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was so an aktuellen Herausforderungen auf die Europäische Union zukommt. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass schon Jugendliche verstehen, welche Institutionen es gibt, wie sich diese Institutionen zusammensetzen, welche Interessen da vertreten werden und auch wie die Macht zwischen den unterschiedlichen Institutionen verteilt ist. Denn ich glaube, erst wenn man wirklich versteht, dass Europa und auch Brüssel nicht etwas ist, was so über uns schwebt und uns bestimmt, ohne dass wir irgendeinen Einfluss darauf haben, sondern dass alle Mitgliedstaaten, doch die Bevölkerung und alle Interessenverbände Einfluss auf diese Entscheidungen haben, die getroffen werden für die Europäische Union. Dass die Schüler das verstehen, schon als Jugendliche, finde ich extrem wichtig. Europa ist für mich zum einen eine riesige Chance, nämlich die Chance, dass wir auf dem europäischen Kontinent wirklich zusammenwachsen können. Denn in der globalen Welt, wie wir sie haben, gibt es ganz viele Herausforderungen und auch Probleme, die nicht an Landesgrenzen Halt machen. Und deswegen finde ich es enorm wichtig, dass wirklich so viele Länder wie möglich zusammen gemeinsam bindende Entscheidungen für alle Länder treffen. Denn dann kann man wirkliche Folgen erreichen, die so schwerwiegend und so weitreichend sind, dass sich halt wirklich auch global etwas verändern kann. Und auf der anderen Seite ist Europa für mich die Möglichkeit, frei zu reisen, ohne wirklich große Hürden zu überwinden. Und aus eigener Erfahrung ist Europa für mich natürlich auch so etwas wie das Erasmus-Programm, dass ich an einer anderen Universität studieren konnte, dafür finanzielle Förderung bekommen habe und dass da die Jugend in Europa unterstützt wird, finde ich an der Stelle enorm wichtig. Und für mich die eigene Erfahrung, wenn ich von meinem Wohnheim in Nimwegen nach Hause nach Wuppertal gefahren bin, eine Landesgrenze zu überschreiten, ohne zu merken, dass ich eine Landesgrenze überschreite. Das ist eine Erfahrung, die für mich Europa ausmacht und weswegen Europa mich seit dem Bachelor und bis heute immer noch wahnsinnig begeistert.